Hosseld, wie kann man aus dieser Anspannung und diesem Endspielcharakter was Positives machen? Man muss was Positives machen. Ich bin überzeugt davon, dass wir auch was Positives machen werden daraus. Es ist in der Tat ein Endspiel und wenn man das mal definiert, dann ist es ja erstmal schön, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, an einem Endspiel teilzunehmen. Es gibt Vereine, Mannschaften, die abhängig sind von anderen. Es gibt Vereine, Mannschaften, die gar nicht die Möglichkeit haben, an einem Endspiel teilzunehmen. Und wir haben diese Möglichkeit und deswegen ist es schön, ich freue mich darauf, dass wir dieses Endspiel haben um Platz 4 und ich bin auch davon überzeugt, dass wir es positiv gestalten werden, weil die Mannschaft es schon oft genug bewiesen hat, dass sie in vielen kritischen Situationen gewerbfreier Fuß stand. Sie wissen, was Sache ist, jeder Einzelne ist sich dem bewusst, dass wir nach dem Spiel nichts mehr korrigieren können und so arbeiten wir die ganze Woche und man spürt es schon auch, dass die Mannschaft da schon begriffen hat, um was es jetzt geht. Eine der Maßnahmen ist, dass zweimal nicht öffentlich trainiert wird, das ist auf Schalke ungewöhnlich, aber was bewirken Sie damit? Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin eigentlich kein Freund, wobei das als Trainer immer wieder mal gut ist, wenn es so ist. Wir haben ein tolles Publikum, wir sind ja froh, dass wir so eine große Unterstützung hier auf Schalke haben, dass ja auch zahlreiche Fans immer wieder da sind im Training. Aber wenn man jetzt letzte Woche gesehen hat, vor dem Stuttgart-Spiel, da waren glaube ich über 1000 Leute am Trainingsplatz, da ist eine wahnsinnige Unruhe, dann klingelt hier ein Handy, dann wird da geredet. Als Trainer muss man dann auch immer schauen, was man sagt zu den Jungs und von dem her ist es einfach mal auf so ein wichtiges Spiel, wo man eine gewisse Ruhe hat, eine Konzentration, wo jeder Einzelne sich auf die Übungseinheiten konzentriert und nicht auf die Fans draußen. Das war einfach diese Woche mal die Überlegung, die wir hatten, dass wir einfach die Mannschaft auch mal eine gewisse Ruhe hat. Dann gibt es ja Leute, die sagen, der Freiburger, die haben nichts zu verlieren. Ja, die gehen da ganz locker rein und wir sind diejenigen, die Platz 4 verlieren können. Was antworten Sie denen? Dass das bedingt nur die Wahrheit ist. Das ist eine Mannschaft, mit der keiner gerechnet hat, dass sie in den Regionen steht. Sie haben sich das aber auch verdient mit ihrer Art, wie sie spielen. Mit einem wahnsinnig schnellen Umschaltspiel, sehr aggressiv, lassen sehr wenig zu. Und wir trainieren natürlich die ganze Woche darauf hin, dass wir sie knacken. Es gibt sicherlich auch Punkte, wo sie ihre Schwächen haben und darauf haben wir natürlich klar trainiert. Sie sind in derselben Situation wie wir. Es geht gar nicht darum, was die zu gewinnen haben, wir zu verlieren haben. Die haben genauso viel zu verlieren, wenn sie es nicht schaffen, so viele Möglichkeiten hat Freiburg sicherlich nicht in den kommenden Jahren wieder diese Möglichkeit zu bekommen. Deswegen ist es schon so, wenn man im stillen Kämmerlein sitzt, wenn man 2-3 Minuten in sich geht, dann hat man schon aus Sicht der Freiburger auch einiges zu verlieren. Sie haben dahingehend nichts zu verlieren, dass sie natürlich eine klasse Saison gespielt haben. Das verdient absoluten Respekt. Sie sind sicher im Europapokal dabei. Das haben sie sich verdient, weil sie bis zum 33. Spieltag einfach eine tolle Saison gespielt haben. Das ist schon sehr, sehr beachtlich und trotzdem haben sie noch ein greifbares Ziel ist noch möglich und das können sie auch verspielen. Und deswegen ist die Drucksituation bei beiden vorhanden. Unser Anspruch ist es natürlich, in der Champions League zu spielen. Und deswegen haben wir genauso einen Druck, aber der ist nicht minder bei Freiburg so. Es ist ja nun mal so, dass auf Schalke immer das Pendel ganz besonders nach oben, aber auch ganz besonders nach unten ausschlägt. Nach Niederlagen hat man den Eindruck, die Jungs haben die ganze Saison alles falsch gemacht. Trotzdem haben wir ja noch mehr Punkte oder einen Punkt mehr als Freiburg zum Beispiel und haben viele Dinge offensichtlich richtig gemacht. Werden Sie an diese positiven Dinge wieder erinnern? Ja klar, werde ich daran erinnern, dass wir vieles gut gemacht haben. Man muss aber auch immer wieder ansprechen, dass wir vieles oder einiges auch schlecht gemacht haben. Ja, wir haben schon einige Dinge liegen lassen, einige Dinge nicht immer so umgesetzt, wie wir es Woche für Woche trainieren. Und das wird bei uns beides angesprochen. Aber ja, wenn man von drei Ergebnissen zwei erzielen kann, ist das schon mal eine gute Ausgangsposition. Und deshalb sind wir auch sehr zuversichtlich. Sie haben von der Trickkiste gesprochen, die man aufmachen müsste in dieser Woche. Gehört dazu, dass man den Jungs zum Beispiel sagt, wir haben kein einziges Champions League Auswärtsspiel verloren. Wir haben auch da jeglicher Drucksituation und Stadien wie Istanbul, London und so weiter überstanden. Man muss es nicht nur sagen, sondern man muss es auch zeigen. Und das haben wir die ganze Woche über gemacht, vor dem Training, nach dem Training. Wir haben alle Spiele der Champions League in der Kabine laufen lassen, kommentarlos. Und das haben wir, um ihnen natürlich ein Bewusstsein zu geben, dass sie einfach in den Spielen, da war ein volles Stadion, da war ganz große Atmosphäre. Es war teilweise auch ein enges Stadion. Und um einfach ein Bewusstsein zu schaffen, dass sie in vielerlei Hinsicht in solchen Situationen schon sehr, sehr gut agiert haben. Deswegen haben wir das die ganze Woche über gezeigt.